Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal über die Kits sprechen, die Sets heißt es im Deutschen, glaube ich. Denn die sind sehr kontrovers und ich würde da gerne auch meine Meinung einfach mal zu abgeben. Ich habe mein Handy-Ton noch nicht ausgemacht, verdammt. Ich bin wahrscheinlich so ein bisschen, eher so eine unpopular Opinion. Denn grundsätzlich finde ich das Konzept von Sets eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die meisten sagen, sie sind viel zu teuer für das, was sie sind. Und es würde zu wenig Content geben und bla 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 bla. Und da möchte ich jetzt erstmal sagen, ich persönlich, also ja, man kann es auf jeden Fall sagen, dass 5 Euro ein bisschen viel sind. Aber ich finde es in Relation zum Sims 3 Store absolut human. Wir müssen leider immer noch darüber reden. Also es ist EA. Wir haben vor kurzem ja auch herausgefunden, wie viel Geld ich quasi ausgegeben habe für Sims bisher. Und wenn man das bedenkt, sind die Kits tatsächlich ziemlich human preislich. Meiner Meinung nach. Ich vergleiche das tatsächlich immer mit dem Sims 3 Store, weil es keiner dieselbe Richtung ist. Denn der Sims 3 Store war ja auch dafür da, dass du nicht alles davon kaufst, sondern halt wirklich nur das, was dich interessiert. So ein paar Nischensachen und bla bla bla. Und ja, wenn man halt bedenkt, dass im Sims 3 Store, dass es teilweise so war, dass ein einziges Item 15 Euro gekostet haben. 15 Euro für ein Item. Dann sind mir 5 Euro für so ein paar Items auf jeden Fall lieber. Oder für so einen kleinen Gameplay-Aspekt. Weil zum Beispiel dieses Hausputz-Set finde ich richtig cool. Und ich würde gerne mehr sowas sehen, was halt so eine kleine Sache ist, die so ins Gameplay eingreift, die halt aber vielleicht keinen größeren Rahmen hat, mit sich bringt, was auch immer. Und ich muss sagen, die Sachen, die jetzt in den Sets hinzugekommen sind, die sind echt schön. Also es gibt kein einziges Item, wo ich sage, oh, das ist aber, hässlich. Und das, wow. Also, die leisten da richtig gute Arbeit. Und immerhin sind die Sachen halt hohe Qualität, weil wenn das jetzt alles absolut schrecklich wäre, dann würde ich mir auch nur so denken, why? Bisher gefällt mir auch jedes Kit gut. Es wird mir bestimmt Kits geben, die mir nicht gefallen. Aber ja, ich als nicht so viel Geld verdienender Mensch sehe ich natürlich diesen Preisaspekt. Dennoch, wenn ich mir zum Beispiel, finde ich es trotzdem gut genug, dass ich sagen würde, okay, ich kaufe es mir und ich möchte es wirklich in meinem Spiel haben, weil ich mich auf diese Sachen wirklich freue. Also es gibt nichts, was ich bisher noch nicht benutzt hätte und so. Also ich habe alles bisher schon benutzt und so und ich finde es einfach ganz toll. Und ja, also ich bin grundsätzlich zufrieden damit, wie es halt gerade so ist. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt irgendwie die anderen Packs komplett ausgelöscht wurden. Es gibt jetzt nur noch Sets, komischerweise. Das finde ich sehr, sehr kritisch, weil ich hätte natürlich grundsätzlich schon lieber ein Gameplay-Pack zum Beispiel für 20 Euro statt diese 4 Sets, die jetzt angekündigt waren, wo jetzt nur noch eins von rauskommt, glaube ich. Das war vielleicht ein bisschen too much. Oder wenn sie halt quasi zugleich mit irgendwelchen größeren Packs zusammenkommen würden und nicht quasi den Platz von Erweiterungspacks einnehmen würden bei dem Release. Das würde tatsächlich, wäre glaube ich besser, meiner Meinung nach. Wie gesagt, mir gefällt es gut grundsätzlich. Auch die Idee, dass es halt so ein paar nischigere Sachen sind, weil wenn du zum Beispiel kein Loft-Industrial-Zeugs bauen willst, nicht brauchst, dann kaufst du halt nicht. Also, ne? Diese 5 Euro musst du dann ja nicht ausgeben. Also es zwingt dich ja keiner, das zu kaufen, so. Ja, und jetzt gerade das letzte Kit, was rausgekommen ist, dieses blühende Räume-Kit-Set, whatever. Ich finde das fantastisch. Es ist genau das, was ich gebraucht habe. Einfach noch mehr Pflanzen. Ich liebe Pflanzen in diesem Spiel. Alles wird immer zugestellt mit Pflanzen. Ich brauche es so sehr. Und wenn jetzt dann nochmal sowas kommt, vielleicht, so Klatterzeug, also halt so Sachen zum Dekorieren und, keine Ahnung, irgendwelche
Sachen, die man halt so hinlegen kann auf den Tisch in Game und so. Sowas fände ich zum Beispiel cool. Also ich würde mehr Baukits fände ich besser gleichzeitig als Creative Sim Sachen, weil der Creative Sim ist gut. Also der Baumodus auch. Aber ich finde, beim Baumodus haben wir halt so ein paar Stile ganz gut ausgebaut. Aber es könnten noch mehr Stile und so aufgeführt werden. Und beim Creative Sim haben wir eigentlich schon ziemlich viel. Also was mir auch gefallen würde, wäre zum Beispiel irgendwas für nur Senioren oder sowas, ja? Also wo halt dann so Senioren-Fashion quasi kommen würde. Ja, halt einfach was so in einen bestimmten Bereich einfach mal abdeckt. Also so in etwa ist es ja aktuell auch. Also Retro, Fit und Schick zum Beispiel, das hätte auch nirgendwo anders, glaube ich, reingepasst. Und ja, Indian-Style und ich habe vergessen, wie dieses andere heißt. Fashion Street, glaube ich. Das hätte jetzt auch nicht zwingend irgendwo reingepasst. Deswegen finde ich es in Ordnung, dass es dann so rumgemacht wird. Aber wie gesagt, ich habe kein Problem mit den Kits. Ich werde sie kaufen, solange sie mir gefallen. Wenn mir eins nicht gefällt, kaufe ich es halt nicht. Also mal. Ja, also 5 Euro sind mir dann doch zu schade, etwas zu kaufen, was mir nicht gefällt. Ja, die meisten sind zwar gegen Kits quasi, aber wie gesagt, wenn ich es gerade allein schon mit dem Sims 3 Store vergleiche, sind mir die Kits einfach lieber. Ich würde interessieren, ob ihr dann der Mehrheit zustimmt oder ob ihr mehr auf meiner Seite seid oder eine ganz andere Meinung noch habt. Es interessiert mich auch wirklich sehr. Also ich lese ja auch auf Twitter halt immer ganz viel. Und ich bin bei vielen Dingen der Meinung von vielen, aber oft denke ich mir auch so, irgendwie habe ich denn doch eine ganz andere Meinung als die meisten. Also es kommt dann darauf an, ne? Aber ja, also es ist auf jeden Fall interessant zu diskutieren. Und jeder darf ja auch seine Meinung haben und äußern. Deswegen, also ich finde es auf jeden Fall spannend, verschiedene Sichtweisen zu sehen etc. Und ja, ich würde das Video jetzt auch hier beenden. Also ich habe jetzt nicht viel mehr zu sagen. Deswegen sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!